Wow, ihr Pferdenerds, und herzlich willkommen zu diesem kleinen Quick-Tipp-Video. Ja, ich weiß, das letzte ist ganz schön lange her. Der Herbst ist jetzt endlich angekommen. Ich liebe den Herbst. Aber gerade jetzt werden natürlich auch die Regentage wieder mehr. Wobei, nach dem letzten Sommer hoffe ich, dass sie nicht noch mehr werden. An solchen Eulentagen kann man meistens mit den Pferden nicht so viel machen, aber sie sind eigentlich ideal, um ihnen so kleine Tricks beizubringen. Es ist jetzt nicht unbedingt körperlich anstrengend, aber eine gute Beschäftigung für den Kopf. Und heute zeige ich euch, wie ich Chico Ja und Nein sagen beigebracht habe. Alles, was ihr dafür braucht, sind Leckerlis und eine Gerte. Ja, ich weiß, Symbolbild. Nehmt bitte eine kleine leichte Gerte, wie ihr sie auch im Video sehen könnt. Okay, alles bereit? Los geht's! Ja, fein! Sehr gut, prima! Prima! So, und wie übe ich das jetzt nun? Ihr braucht dafür eine Gerte. Könnt euch ein Stimmsignal überlegen? Nein. Und das Signal ist, ich hebe also die rechte Hand. Ja, fein! Wenn das Pferd auf das hier, nein, nicht reagiert, nehmt ihr die Gerte und touchiert so vorsichtig hinterm Ohr. Fein! Gut, gut, gut. Und dafür gibt es dann Leckerli oder Pause oder ja, was ihr halt so machen möchtet. Und ja, habe ich auf eine ähnliche Art und Weise gemacht. Ja heißt die linke Hand heben. Das heißt also, ich nehme jetzt hier die linke Hand. Ja, fein, gut, gut gemacht. Er verwechselt das leider ab und zu, aber das macht nichts. Das ist dann die Übung. Und das mache ich genauso, indem ich halt die linke Hand hebe. Und wenn er nicht reagiert oder das Falsche macht, dann tippe ich ihn hier vorne an der Brust an. Ich weiß, das haben wir gerade geübt, ich weiß. Dann, ja, genau, dann tippe ich ihn hier an der Brust an. Tick, 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 tick. Ja, fein! Und das belohne ich wieder. Gut. Und dann irgendwann geht das halt nur noch mit. Ja, gut. Gut, prima, 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 prima. Und ihr solltet das auch immer mal abwechselnd üben. Achtung. Ja, fein! Dann passiert so ein Salat, ne? Ja, gut, super! Sehr schön. Da Pferde gerne nachahmen, hilft es auch, die Hand zu schütteln oder nach oben und unten zu bewegen. So, schaut mal. Ja, prima, sehr gut. Fein gemacht. Nochmal, ja. Ja, fein, gut. Also ihr seht, ja ist etwas schwieriger, weil er halt einfach an der Brust nicht so kitzelig ist. Na, Chico, willst du noch weitermachen? Nein. So, ich hoffe, der kleine Quick-Tipp hat euch gefallen. Es steht auch noch ein kleines Zirkusprojekt an. Wie und was und mit wem vor allem, wird noch nicht verraten. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, ob ihr auch euren Pferden gerne so Tricks beibringt und was ihr davon haltet. Über Sinn und Unsinn von solchen Übungen können wir ja gerne mal diskutieren. Lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr Spaß an dem Video hattet und ihr mich unterstützen wollt. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Wir sind jetzt mittlerweile 13.700 und noch ein paar Leute auf diesem Kanal. Ich freue mich tierisch über diese Zahl. Warum, wieso, weshalb, steht unten in der Infobox. Und ansonsten sehen wir uns in den Kommentaren wieder oder beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!